So, weiter geht's. Ich habe keine Angst. Weiter. Der Spielstand wurde gespeichert. Wir sind bei, wie viel Stunde? Stunde, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind bei 3 Uhr oder so. Lilly ist unten und, oh Gott, was war denn das für eine Lache? Haben wir nicht gehört. Lilly ist unten im draußen. Im draußen sein. Kennt ihr das? Dieses draußen sein? Ach Gott. Also gerade gelernt, ich spiele das Spiel in Echtzeit. Denn ich habe für den letzten Part fast eine Stunde gebraucht. Und hier vergeht ja auch immer eine Stunde. Wie nah man da hin muss. Ich höre die Vogelscheuche irgendwie schon da rumlaufen. Ich dachte, das wäre ein Clown. Die Pflanze, die hatte irgendwie die Umrisse von dem Clown. Wie viel davon ist eigentlich Absicht? Und wie viel ist einfach man selber, weil man sich irgendeinen Scheiß vorstellt und einredet? Ich kann das Rad mitnehmen. Okay. Cool. Wo bin ich denn jetzt? Was war das? Der Lichtschalter. Ich sehe so wenig. Sag mal, macht der eigentlich auch das Wetter? Beeinflusst der Poltergeist das Wetter? Was war da auf dem Bild? Okay. Nicht das, was ich gesehen habe. Ich dachte, da wäre die Vogelscheuche drauf. Das ist ja der Wahnsinn. Ich will wieder was sehen. Danke. Alte Frau. Ah, lustig, lustig. Tradalala. Ah, okay. Hier ist das komische Bad, ne? Was ist passiert? Hier sind auf einmal ganz viele Fliegen. Okay. Kein Spiegelbild, Handabdruck, sehr freundlich. Was war hier? Ah ja, hier ist die Verbindungstür. Ich würde gerne mal was. Aber ich habe mich in-game nicht erschreckt. Ja, ich habe keinen Punktabzug bekommen. Weil ich mich nicht bewegt habe. Ich habe nur so. Silent Hill ist auch bekannt für guten Psycho-Horror. Oh Gott, ja. Silent Hill ist schlimm. Columbo war auf dem Bild. Columbo. Im Draußen sein, na dann viel Spaß. Ja, die ist ganz gut im Draußen sein manchmal. Besser als ich. Ich bin ja gerade im Drinnen sein. Und ich komme nicht mal in dem Spiel ins Draußen sein. Seht ihr? Vielleicht komme ich ja jetzt raus. Hallo? Komische Gestalt. Vielleicht. Wovor hat er sich jetzt erschreckt? Das passt. Aha. Mist, es klemmt. Ich brauche etwas, was ich als Hebel benutzen kann. Ich weiß was. Wo waren das? Unten? Nee, oben. Ich weiß halt nicht, wovor der Penner sich jetzt erschreckt hat. Das ärgert mich jetzt. Wieso hat er jetzt einen Punktabzug gekriegt? Ja, endlich kann ich das blöde Ding mitnehmen. Das versuche ich halt schon seit Stunde
0 wollte ich sagen, aber ich glaube, um 10 waren wir da, ne? Seit ich in diesem blöden Mörderhaus, wo laufe ich denn hin? Bin, versuche ich das. So. Wäre ein schönes Gimmick. Was denn? Achso, wenn es wirklich Columbo wäre. Ja, wenn man das darf, so rechtemäßig und so. So, jetzt darf ich mich nur vor nichts mehr erschrecken, sonst bin ich tot. Super. Also einfach die Hand stillhalten, ja. Keine Ausbrüche mit der Hand irgendwie in irgendeiner Form. Weil dann bin ich tot. Das Spiel reagiert darauf, ja. Jetzt bin ich irgendwie falsch gegangen, scheiße. Aber ich glaube, ich komme auch so rüber. Ich glaube schon. Falls die Tante wieder in der Tür steht. Ja, ich glaube hier durch. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Hier. Ja, ich hab's mir doch gedacht. Ja, was soll das sonst sein, ne? Was, mit was ist es sonst verbunden? Okay, ich habe einen Schlüssel bekommen. Wir haben ja genügend verschlossene Türen noch, die wir testen können. Türen hier. Ah, ich habe ein bisschen reagiert auf das Psst. Das hat mir ein kleines bisschen was abgezogen. Doch, die war zu, ne? Jawohl. Okay, Batterien. Ach so, das sind zwei offene große Türen. Okay. Medizin. Aha. Oh, ist schon alles gleich aus gerade. Oh Gott. Mit dem Clown im Spiegel, wenn man reinschaut. Oh. Dir schon geklippt. Oh nein! Ich bin hier nicht so gerne. Das erinnert mich besonders an früher. Dieser Flur hier oben. Ich habe das Gefühl, in den 8 Minuten gerade in diesem Teil haben wir schon mehr geschafft als in den letzten... Also im letzten Teil nach 20 Minuten oder so. So, erstmal Licht anmachen. Ich habe aus Versehen die Batterien gewechselt. Ah! Oh! Immer wieder wollen Menschen die Schreie von Kindern gehört haben. Aber es wurden nie Kinder auf dem Anwesen gefunden. Oh Mann, okay. Ja, jetzt spielen wir auf jeden Fall einfach mal weiter, ne? 3 Uhr, noch 5 Stunden bis Tagesanbruch. Jetzt habe ich halt voll die Streichhölzer hier verschwendet, ne? Und aus Panik auch noch eine Batterie. Oh, da ist wieder diese komische Alte. Wetten, dass die hier auch rumspukt? Du spielst Final Fantasy X2 weiter. Viel Spaß, ist ein ganz gutes Spiel, aber kommt bei Weitem nicht an den 10. ran, finde ich. Also X2, ja, ich verstehe es, wieso sie es gemacht haben, wegen dem Ende von 10. Das war auch fies und ich finde es auch okay, aber ich finde irgendwo auch... Dann hätte man es halt so lassen sollen. 8 ist dein Lieblingsteil, meiner auch. Deswegen habe ich ihn auch Let's Played, weil Final Fantasy 8 ist einfach für mich eins der besten Spiele. Jetzt bin ich wieder da, okay. Kann ich hier irgendwas machen?
Oh, was ist das? Nix. Das ist eine Statue. Ich dachte die ganze Zeit, da steht einer und starrt mich an. Okay. Da ist ein neuer Sound dazu gekommen, ne? Sehr, sehr schwere Musik gerade. Hör ich da gerade die Spieluhr? Nicht meine. Kann ich raus? Kann ich hoch? Kein Telefon. Hi! Das hat mir gerade ganz viel abgezogen. Ich hab mich auch erschreckt. Ich hab mich auch tatsächlich erschreckt, ja. Aber lustig erschreckt. Ja, ja. Ja, war lustig. Haha. Haben wir alle gelacht. Und schon weiter. Ja? Alles gut. Alles gut. Also gerade weiß ich so gar nicht, wohin, weil... Wir haben keinen neuen Teil bekommen. Wir haben kein neues Areal. Alles ist zu. Ah, das bin ich. Okay. Wir haben noch die ganzen Schlafzimmer oben. Du kommst nie mehr raus. Oh Gott, ich glaube auch. Scheiße. Da ist das Bad, ne? Ja. Hier bin ich fertig. Ja. Wir haben ein neues Geräusch. Plump, 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 plump. Was heißt das? Was heißt plump, 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 plump? Ich habe keine Streichhölzer mehr. Oh, fuck. Das ist die Küche. Ich habe den Schatten nicht gesehen. Oh Gott, ich sterbe gleich. Shit, ich brauche so ein Heilquatschding. Medikament. Ich brauche ein Medikament. Da war eins, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Oder habe ich das schon getrunken? Ich glaube, das habe ich schon getrunken. Verdammt. Schöne Scheiße! Haha, nett! Ganz nett. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt noch was passiert, sterbe ich. Aber es hat mir Gott sei Dank nichts abgezogen, weil ich wohl sehr cool reagiert habe, wie ihr gemerkt habt. So bin ich halt. Ich glaube, je weniger Licht ich habe, umso mehr Zeug passiert auch. Da war eine Frau im Raum. Ja, ich... Nein, das war Linda. Linda ist lieb. Linda hat nur ihre Tage. Das klingt irgendwie frauenfeindlich.
Ich darf das sagen. Nein, deswegen blutet sie hier halt überall rum. Ja. Ich sag nicht, die hat ihre Tage und deswegen ist sie schlecht gelaunt. Ich sag, die hat ihre Tage und deswegen blutet sie hier überall rum. Und das ist auch überhaupt nicht eklig, ja. Viel ekliger wäre es, wenn sie hier alle abschlachten würde und das deswegen so blutig ist, ja. Aber das ist ja was völlig Normales. Vielleicht möchte sie ja irgendwann noch Kinder haben, süße kleine Polterkinder, die dann mit ihr zusammen poltern. Und da ist es halt so. Das ist ja ganz normal. Jetzt hat der mich schon wieder angepscht. Sag einmal, hörst du auf mit der Pschterei? Werde ich aber langsam sauer hier. Machst halt die Kerzen, oh. Na, machst nett. Ja, weil wir keine Streichhölzer haben. Brauchen wir Streichhölzer. Frauenfreundlich als Frau ist mal was Neues. Hallo, Anma Fix und Sabi-chan. Ja, ich glaube, hier bin ich aber gerade echt falsch. Ich gehe nochmal hoch. Ganz entspannt. Ganz entspannt, geh mal hoch. Vielleicht gibt es ja auch ein Lego-Zimmer und wir können einfach Lego spielen. Das wäre doch schön. Vielleicht gibt es hier was Neues. Ah, guck mal, das können wir noch trinken. Jetzt geht es uns wieder richtig gut. Das ist doch schön. Ab und zu mal rausschauen, ob vielleicht bald die Nacht vorbei ist, solange wir hier rum. Danke, Neko, für dein Wiesn. Wen haben wir denn da? Du hast mich auch gar nicht erschreckt. Vielen Dank für dein Resub. Ja, wen haben wir denn da? Ja, mich? Ja, hallo. Da kann der auch irgendwann mal sitzen. Da ist so ein schöner Hocker, das bietet sich an. Ja, hier habe ich ja nicht richtig geguckt. Vielleicht gibt es hier auch noch was Neues, ne? Da ist eine offene Schublade. Halb offen. Sehr schöne Scheiße. Ein schöner Clip bestimmt, danke. Den muss ich mir nachher angucken. Sehr schöne Scheiße. Ja, das brauche ich gerade noch nicht. Mir geht's jetzt wieder gut. Super easy, einfach so ein paar, Hilfe? Danke, Neko. Und ihn mal da so blitze. B. Vielen Dank, Neko. Hilfe. Ich habe mich nicht erschreckt. Hab mir nichts vom Balken abgezogen. Hab mich nicht erschreckt. Okay. Bei Pineview Drive hatte man ja sogar am Anfang noch Licht. Also irgendwie... Nee, da war ich auch schon. Was willst du, ein Spiel? Sag einmal. Was willst du? Bin ich beim Klo? Oder bin ich jetzt woanders? Nee, ich bin beim Klo. Gab es doch noch einen anderen Weg, oder? Ah ja, hier. Immer und immer wieder. Ja. Was? Das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Leute! Da... ist was. Ach, das ist nur ein Bild. Da klettert einer irgendwo.
kann die Kerze nicht anmachen! Soll ich aus dem Fenster schauen? Auch nicht. Der steht bestimmt gleich hinter mir. Ich drehe mich jetzt ein paar Mal im Kreis und dann steht er hinter mir. Wetten das? Und dann darf ich mich nicht erschrecken, also muss ich so machen. Hatte vorhin gesehen, dass du live bist und da dachte ich mir, fuck ey, ich muss noch Assassin's Creed aufnehmen. Jetzt verpasse ich selbst samstags den Stream. Oh, Neko. Dabei habe ich sogar an dich gedacht, als ich mir gedacht habe, komm, dann streamen wir es heute. Aus dem Fenster gucken. Hallo! Scheiße! Und meine Subs haben sich gerade verzogen. Egal, oh Gott. Oh, fuck. Schlüssel. Die Vogelscheuche ist wieder da. Na? Freuen wir uns? Wenigstens ist sie draußen. Ja, ernsthaft. Hi Vogelscheuche, kannst gern wieder gehen. Ja. Tschüss. Ich sagte auf Wiedersehen. Ich sagte tschüss. Auf Wiedersehen ist noch zu nett. Das heißt ja, dass wir uns wiedersehen. Nee. Aha. Dass die Schlüssel immer passen, finde ich auch lustig. Ein Zettel. Ein Klavier. Ich schau noch ganz kurz, was es hier noch gibt. Streichhölzer. Batterien. Aber seht ihr, mein Balken hat sich auch nicht verschlechtert. Also ihr seht das nicht, das ist wirklich gerade. Oh Gott, tut mir leid, falls es gerade viel zu laut war. Ich tue das Mikro mal ein bisschen weg. Oh, Scheiße. Da steht die Alte plötzlich. Oh, meine Hände sind kalt. Okay. Wir lesen den Zettel. Und diesmal sind wir auch halbwegs in der Zeit für eine Folgenlänge. Deswegen cutte ich danach. Okay.